Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute in dem Video erzähle ich euch, wie man Celebi fängt. Und zwar gehen wir alle Quests durch, alle Aufgaben. Und ich zeige euch mal, wie weit ich bin. So. Erstmal drei Pokémon hintereinander fangen, also an drei verschiedenen Tagen. Ich muss sagen, ich habe da ein bisschen geschummelt. Ich habe die Zeit zurückgespult, damit ich den Tag von gestern auch noch bekomme. Also eigentlich habe ich erst zwei Tage und dann einen Tag zurückgespult. Das war... Ich habe vergessen, was das war. Aber wir haben schon erfüllt. Und dann noch ein Gras-Pokémon, das bereits entwickelt ist, entwickeln. Da habe ich auch was vorbereitet. Und zwar ein 100er Megapla. Das wollte ich schon lange zu Gifle entwickeln. So, wo bist du? Da bist du ja. Und dann irgendwann natürlich auch pushen. Aber jetzt erstmal nur entwickeln. Das reicht mir bereits. Schreibt noch in die Kommentare, welches Pflanzen-Pokémon ihr entwickelt. Ich habe gesehen, ein paar haben Bisaflor entwickelt, ein paar mit Garnier. Ein paar haben es mit dem einen versucht, wie heißt der? Von Samurzel. So. Eine Aufgabe übrigens ist auch Bluebella entwickeln. Dementsprechend verschwendet eure Megapla-Bonbons nicht. Und euer Megapla. Also entweder ist es Bluebella entwickeln oder Sonfloga. Offensichtlich entwickle ich so einen Flugger. So. Und. IV-Check. Es kam gerade nicht dieses. So, alles 15. Es kam gerade nicht diese Quest-Erfüll-Leiste da unten. Aber doch. Habe ich wohl verpasst. Okay. Bam. Was gibt's? 1500 Staub, ein Sonnenstein. Wie gesagt, den braucht man noch. Und ein Raid Pass. Abholen. Alles klar. Erledigt. Nice. So, Aufgabe Nummer 3. Level 25 erreichen? Habe ich natürlich. Also ihr müsst mindestens Level 25 sein. Das heißt, die zweite und dritte Accounts erstmal hochleveln. Hier ist es. Benutze einen Sonnenstein, um entweder einen Gloom oder einen Sonnenkern zu entwickeln. Also Gloom ist Duflo. Und brüte 9 Eier. Das wird heftig, aber ich habe 9 Zähne am Start. Einen habe ich bereits drin, die anderen schmeiße ich jetzt rein. Bam! 9-10er demnächst wieder. Ein fettes Opening. Eigentlich habe ich mir die aufgehoben für ein Staub-Event nach Safari Zone Japan, aber bis dahin kriege ich wieder genug Eier. Und ihr seht, wir haben so viele Brüter. Wir werden da in der Woche, wo Staubbonus aktiv ist, echt eine Menge brüten. Hier ein kleiner Vorgeschmack für euch. Also das dauert. Allgemein die Aufgaben sind dazu gedacht, dass es etwas länger dauert. Es wird einfach in die Länge gezogen. Die Aufgaben an sich sind nicht schwer. Sie werden einfach nur in die Länge gezogen. Also man muss an drei verschiedenen Tagen ein Pokémon fangen. Man muss 9 Eier brüten. Sagen wir, man hat nur den Unendlichen. Das kann auch eine Weile dauern. Also die meisten Aufgaben sind einfach nur für die Länge. Damit es nicht wieder wie bei Mew war, dass die Leute das einfach am ersten Tag, in der ersten Nacht bereits schaffen. Finde ich an sich, ist jetzt nichts Schlimmes, aber die Schwierigkeit ist auf jeden Fall sehr gering. Es gibt halt nur Aufgaben, die Zeit kosten und lange dauern, aber nichts, was echt anspruchsvoll oder schwer ist. Meiner Meinung nach. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht sind da ein paar Aufgaben dabei, die schwer sind. Aber die Aufgaben schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Okay, kommen wir zu den Aufgaben. Ich blende es hier neben mir ein. Aufgabe Nummer 1. Push ein Pokémon 5-mal. Wir haben es mit unserem Glodon gemacht, 96. Muss ich eh noch pushen. Falls mal Blitzer wiederkommt, dann direkt Blitzer Solo Raid. Kämpfe 2-mal in einer Arena und bestreite einen Raid. Den musst du nicht mal gewinnen. Einfach nur reingehen und es reicht schon. An sich nichts Schwieriges dabei. Beim Power-Up, beim Pushen kann man entweder ein Pokémon pushen, das man eh pushen will. Oder man pusht irgendwas sehr, sehr Schwaches, damit es halt einfach sehr wenig Staub kostet. Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Also ich bin dafür, dass ihr irgendwas pusht, das ihr eh gepusht hättet. Und ja, das mit dem Raid hat uns halt gebremst. Dadurch konnten wir gestern Abend nicht einfach direkt loslegen. Mussten erstmal warten. Ein paar hatten noch die Chance auf einen Raid. Aber an sich hat das auch nicht so viel Zeit gebracht, also so viel Vorsprung. Aufgabe Nummer 2. Mache 3 neue Freunde. Ich meine, unten in meinen Kommentaren werden ständig irgendwelche Codes gepostet. Also entweder postet ihr da Eugen oder nimmt einfach 3. Und schickt ihnen eine Anfrage und dann war's das.
Die nächste Aufgabe haben wir gerade gemacht, und zwar entwickle ein entwickeltes Pflanzen-Pokémon. Wie gesagt, Bisasflor, Meganie, wobei Meganie vielleicht nicht. Hebt euch die Bonbons auf für den C-Day. Giflor, Glubella. Aber Glubella, wie gesagt, danach auch noch eine Quest mit Glubella. Und dann fange drei Pokémon an drei Tagen. Das haben sie wieder als Blocker hinzugefügt, damit die Aufgabe einfach Minimum drei Tage dauert und die Leute dann abgebremst werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halte, das künstlich in die Länge zu ziehen. Vor allem mit so niveaulosen Aufgaben. Aber ja, Belohnung. Achso, die Belohnung beim ersten. 10 Pokébälle, ein TM und ein Superinkubator. Also, ein Superinkubator schon mal nicht schlecht. Vor allem ist ja eine der Aufgaben Blüten. Dementsprechend hilft er auf jeden Fall. Also, die Belohnungen helfen, um die Quest zu erfüllen. Belohnung für die zweite Quest. 1500 Staub, ein Sonnenstein und ein Rayfass. Perfekt. Quest Nummer 3. Erreiche Level 25. Das sollte eigentlich machbar sein. Sollten eigentlich alle über 25 sein. Das ist, glaube ich, auch um 2, 3 und 4 Accounts und sowas auszubremsen und die erstmal hochleveln zu lassen. Möglicherweise mein zweiter Account demnächst. Ah ja, das dauert. Benutze einen Sonnenstein, um entweder Glubella oder Sonflora zu entwickeln. Ich werde einen Sonflora entwickeln. Und dann brüte 9 Eier. Also demnächst mal wieder ein fettes Opening, 9-10 Kilometer Eier von mir. Belohnung, ein Evoli, leider kein Metagross, ein Kingstein und noch ein Raid Pass. Der Raid Pass ist top, auf das Evoli kann ich verzichten und auf den Kingstein auch. Aber der Kingstein hat sogar noch einen Sinn für später. Quest Nummer 4, laufe 10 Kilometer mit einem Evoli. Deswegen haben sie dir ein Evoli geschenkt. Das kann man nicht vorbereiten, die 10 Kilometer zählen erst, sobald du die Quest hast. Was für mich ganz gut ist, weil ich muss noch 10 Kilometer mit Evoli gehen, um Psyana und Nachtara zu entwickeln, Shiny. Habe ich beides noch nicht getan und das ist einfach perfekt dafür. Nächste Aufgabe, entwickle einen Psyana am Tag. Das ist sehr interessant. Das heißt, wenn man selbst einen Namenstrick noch hat, muss man es aber am Tag entwickeln und dann muss man trotzdem nochmal 10 Kilometer laufen. Also es reicht nicht einfach, einen Psyana zu entwickeln, falls irgendjemand noch den Namenstrick übrig hat, sagt Kuga übrigens. Aber man muss auch noch 10 Kilometer gehen. Also wieder diese künstlich in die Länge gezogene Quest. Und letzte Aufgabe, verschicke 20 Geschenke. Sollte machbar sein, abhängig davon, wie viele Stops und so ihr habt, könnte es ein bisschen länger dauern. Und als Belohnung gibt es dann noch ein Evoli, 2500 Staub und einen Metallmantel. Also an sich eigentlich nicht so top die Belohnung. Quest Nummer 5, nochmal 10 Kilometer laufen mit einem Evoli, dann nach Tage entwickeln, bei Nacht und ein Pokémon tauschen. Okay. Das ist schon mal eine schlechte Nachricht für alle, die komplett alleine spielen. Ich weiß nicht, ob es noch so viele Leute gibt, die komplett alleine spielen, aber ja, da muss man leider irgendjemanden finden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation bei euch ist, ob das so leicht ist. Und dann gibt es als Belohnung ein Sternstück, 15 Ananas und ein Upgrade. Quest Nummer 6. Besuche einen Pokéstop 7 Tage hintereinander. Das heißt, die Quest wird wieder künstlich auf 7 Tage hinausgezogen. Das heißt, man braucht schon mindestens 10 Tage, um Celebi zu bekommen. Mit hier und da Zeit vorschieben, vielleicht 8 oder so, aber ja, schon einfach nur künstlich in die Länge gezogen. Also das ist ja überhaupt nicht anspruchsvoll. Man dreht eh jeden Tag mindestens ein. Benutze 25 Ananas, um ein Pokémon zu fangen. Und benutze 2 Entwicklungs-Items, um ein Pokémon zu entwickeln. Und man hat davor ja alle Entwicklungs-Items bekommen. Sprich einen Kingstein, einen Metallmantel. Ein Upgrade, also da sind auf jeden Fall bestimmt 2 Pokémon mindestens dabei, die ihr entwickeln könnt. Belohnung, 3500 Staub, einmal dieses Entwicklungs-Item für Zedraking und jetzt kommt's, sehr interessant, 5-mal die silberne Ananas. Ich frage mich dann, wie sie danach ins Spiel kommt, also dadurch hat man jetzt dann 5, aber wie bekommen wir die in der Zukunft dann? Aber egal, Aufgabe Nummer 7, fange, und die Anzahl ist noch unbekannt, so und so viele Pflanzen und Psycho-Pokémon, weil Celebi ist ja Pflanze Psycho. Und man muss die Johto-Medaille auf Gold haben. Dementsprechend das Johto-Event, um allen zu helfen, die Medaille noch nicht auf Gold haben. Ich glaube, man braucht 70 Johto-Pokémon. Miltern gibt es jetzt, den hatten viele noch nicht. Also sollte machbar sein. Und dann gibt es Celebi. Und genau wie bei Mew ist die letzte Quest einfach das Celebi bzw. Mew fangen. In diesem Fall nicht unbedingt für alle, weil manche ja auf dem GoFest in Chicago waren und bereits Celebi haben. Die kriegen ja nur noch mehr Celebi-Bonbons. Aber können nicht noch ein Celebi fangen. Und das war's mit den ganzen Quests. An sich nichts Schwieriges dabei.
nichts mit 400 Bonbons entwickeln, also kein Walmer, kein Wablu, keine Geister fangen oder sowas, kein Ditto fangen, keinen exzellenten, fabelhaften Curveball oder sowas. Also wirklich, diesmal sind die Aufgaben sehr, sehr leicht, nur dauern die lange. Dieses ganze Gewarte und Gelaufe und 7 Tage einfach warten für nichts mit diesen Stops. Also Niantic hat es einfach künstlich in die Länge gezogen diesmal. Es sind einfach nur stumpfsinnige Aufgaben, die Zeit kosten. Aber nichts Schwieriges, nichts Lustiges dabei. Irgendwas entwickeln, irgendwas laufen. Wie gesagt, 7 Tage drehen. Mir gefallen die Aufgaben persönlich überhaupt nicht. Aber naja, auf mein Celebi freue ich mich trotzdem natürlich. Wie gesagt, dauert noch eine Weile, bis das Video kommt. Ich werde den auch direkt auf Max pushen. Egal wie gut oder wie schlecht er ist. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den Quests. Wie gefallen sie euch? Welche findet ihr am schwierigsten? Was gefällt euch nicht? Und ja, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.